The future of our world is at stake. You have a mission. Bevor mit Captain Marvel nach 20 Filmen zum ersten Mal eine weibliche Superheldin im Marvel Cinematic Universe einen eigenen Auftritt auf der großen Leinwand bekommt, seid ihr vielleicht neugierig, wer Captain Marvel eigentlich ist. Captain Marvel wurde 1939 bei Fawcett Comics erfunden, als Konkurrenz zu DC Comics Superman. Da der Charakter aber dann doch etwas zu ähnlich zu Superman war, entschied ein Gericht, es würde sich dabei um eine Urheberrechtsverletzung handeln und so konnte sich DC Comics selbst die Rechte einverleiben. Ja, blöd nur, dass das der falsche Captain Marvel ist. Ein ganz anderer Held, der zufällig auch Captain Marvel heißt. Naja, so halb zufällig. Denn weil Fawcett Comics durch den Rechtsstreit mit DC Comics aufhörte, Comics rauszubringen, erlosch das Recht an dem Namen Captain Marvel. Und so nutzte der Publisher MF Enterprises die Chance und brachte einen eigenen Charakter unter dem Namen raus. Blöd nur, dass das auch ein ganz anderer Captain Marvel war, bis auf den Namen. Denn weil Captain Marvel so hieß wie Marvel Comics, machten die Druck und brachten MF Enterprises dazu, den Comic einzustellen. Diese Chance nutzte dann Stan Lee 1967 und kam selbst mit einem Captain Marvel Charakter auf den Markt. Und um den geht's jetzt. Und als DC Comics dann später den eigenen Captain Marvel Charakter wieder in Comics erscheinen lassen wollte, brauchte der natürlich einen neuen Namen. Und der ist seitdem bekannt als Shazam und der Film kommt am 4. April ins Kino. Oh hey, what's up, I'm a superhero. Wo war ich? Ja, also der Name Captain Marvel hat eine ganz eigene Geschichte, aber wie sieht's denn jetzt mit dem Charakter aus, den wir im Marvel Cinematic Universe erleben dürfen? Ganz so einfach ist das leider auch nicht zu beantworten, denn es gibt nicht nur drei unterschiedliche Comicfilme, die jeweils einen Charakter namens Captain Marvel rausgebracht haben, es gibt alleine bei Marvel Comics mindestens 6 Charaktere, die alle auch mal Captain Marvel hießen. Der allererste, der ursprüngliche Captain Marvel, heißt eigentlich Mar-Vell und gehört zu der außerirdischen Rasse der Kree. Er wurde eigentlich als Spion unter dem Decknamen Walter Lawson auf die Erde geschickt, um die Menschen zu beobachten, fing dann aber an, die Menschen gar nicht mal so scheiße zu finden. Das wiederum hat den Kree natürlich nicht so gut gefallen und sie verurteilten ihn wegen Verrat zum Tode. Er entkommt natürlich und hat in den Comics zahlreiche Abenteuer im Universum, hat einige sehr wichtige Begegnungen mit Thanos und stirbt am Ende an Krebs. Ja. Er hinterlässt 3 Kinder, von denen 2 wiederum auch als Captain Marvel durch die Comicwelt ziehen. Fühler-Vell und Janis-Vell. Und die beiden streiten sich gerne mal darüber, wer von beiden eigentlich Captain Marvel heißen darf. Nur, das war's noch nicht. Es gibt da auch noch Monica Rambeau, einen Menschen, die durch den Kontakt zu extradimensionaler Energie Fähigkeiten bekommt. Und in den Comics geben ihr die Medien den Namen Captain Marvel. Der Original Captain Marvel ist in den Comics zu dem Zeitpunkt schon tot, also hat da keiner ein Problem mit. Naja, außer vielleicht Captain Marvel Nummer 5. Ein Typ namens Okay, der gehört zu den Skrulls, den Feinden der Kree, und die haben die Fähigkeit, sich zu verwandeln. Hier spezifisch in Mar-Vell zu verwandeln und durch mentales Training tatsächlich zu glauben, er sei wirklich Captain Marvel. Blöd nur, dass dabei jemand verkackt und seine eigene Persönlichkeit überschrieben wird und er fortan als Captain Marvel feststeckt. Und dann gibt's noch Nova, ebenfalls ein Kree aus einer anderen Dimension, der auch den Avengers beitritt und dann dort zu Captain Marvel wird. Und ich habe Mar-Vell, den man anders schreibt, Lord Mar-Vell aus einem anderen Universum, Kismet aus Fantastic Four The End, die in der Zukunft Captain Marvel wird, und The Wasp, die auch mal Captain Marvel ist in den Comics, noch gar nicht erwähnt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Amalgam-Comics, in denen Captain Marvel von Marvel zusammen mit Captain Marvel von DC, also Shazam, zu einem ganz neuen Captain Marvel fusioniert. Und das Beste ist, keiner dieser Captain Marvels ist die Captain Marvel, die wir in den Kinos sehen werden. Das ist nämlich Carol Danvers. Die ist eigentlich bekannt als Miss Marvel, nachdem ihre DNA als Air Force-Pilotin und später dann bei der NASA in einer Explosion mit der DNA von Mar-Vell, also dem Original Captain Marvel, fusioniert und sie zu einem Mensch-Kree-Hybriden wird. Ihren ersten Auftritt hatte sie in den 70ern und sie wird als eine Ikone in der feministischen Bewegung der Zeit angesehen. Im Comic
gibt sogar eine Storyline, in der sie sich für gleichberechtigte Bezahlung einsetzt. Auch alleine der Name, dass sie Miss Marvel und nicht Mrs. Marvel hieß, war ein wichtiges Zeichen zur damaligen Zeit. Sie hat übermenschliche Stärke, übermenschliche Geschwindigkeit, kann fliegen, kann Energie aufsammeln und verschießen, kämpft gegen die Skrulls, die Feinde der Kree, die sich unter anderem auch in Menschen verwandeln können. Ich glaube, das werden wir im Film sehen. Und sie gehört zu den mächtigsten Avengers. Und als Air Force-Pilotin ist sie selbst Soldat, ähnlich wie Captain America, eine Führungsperson, die alles sehr taktisch plant. Die Balance zu finden zwischen ihren übermenschlichen Kräften und ihrer Menschlichkeit sind dabei immer die größte Herausforderung, mit der sie zu kämpfen hat. Und 2012 wurde sie dann Captain Marvel in einer neuen Storyline mit der gleichen Backstory wie bisher. Und das wird auch die Captain Marvel sein, die wir im Film sehen. Hä? Ja, wäre da nicht das Problem, dass Green Lantern eine sehr ähnliche Storyline hatte? Air Force-Pilot trifft Aliens und kriegt Superkräfte. Und weil der Film eher so semi-gut ankam, wurde aus dem Grund einiges an der Backstory geändert. We found you. With no memory. We made you. One of us. Was genau geändert wurde und was vielleicht aus all diesen unterschiedlichen Comics zusammengeklaut wurde, um die finale Carol Danvers jetzt auf die Kinoleinwand zu bringen, das wissen wir erst, wenn wir den Film im Kino angucken. Er läuft jetzt. Und zum Abschluss sollte man nochmal erwähnen, die aktuelle Captain Marvel ist eine der beliebtesten Comicfiguren aller Zeiten und auf jeden Fall eine der, wenn nicht die ikonischste weibliche Comicfigur aller Zeiten. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it.